Und hier im Deutschen Bundestag geht es um das Thema Pflege bzw. um die Ausbildung, die hochschulische Ausbildung dazu. Es gibt Prognosen, dass bis 2030 in Deutschland 500.000 Pflegekräfte fehlen werden. Schon jetzt sind es 200.000 und dem möchte die Bundesregierung entgegenwirken und hat deswegen das Pflegestudiumstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Mit diesem Gesetz sollen dann Studierende in der Pflege für die gesamte Dauer ihres Studiums eine Vergütung erhalten und zum Beispiel soll das Studium digitaler gestaltet werden, soll außerdem auch einfacher werden, dass die ausländischen Pflegefachkräfte ihr Studium oder ihre Ausbildung hier anerkennen lassen und deswegen diskutieren hier die Abgeordneten. Sie haben hier schon einmal über dieses Pflegestudiumstärkungsgesetz diskutiert. Das heißt, das wird hier abgestimmt. Auch der Bundesrat hat sich dazu schon geäußert, hat das auch generell begrüßt, allerdings gefordert, dass es Übergangsregelungen gibt, bis die Refinanzierung der Hochschulstudierenden auf die Beine gestellt werden kann. Da werden wir jetzt noch sehen, wie sich die Abgeordneten auch dazu verhalten werden. Die Podiumssitzung hat gerade gewechselt. Yvonne Maquas, die Bundestagsvizepräsidentin, leitet jetzt hier die Sitzung. Und wir kommen auch zu einem neuen Redner, der sich jetzt hier in dieser Debatte äußern wird. Das ist Martin Sichert, der für die AfD-Fraktion im Gesundheitsausschuss sitzt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz wollen Sie die Anerkennung ausländischer Abschlüsse erleichtern und damit Standards im deutschen Gesundheitswesen absenken. Angeblich dient das der Fachkräftezuwanderung. Also gut, reden wir über Fachkräftezuwanderung. Fachkräfte wie den Altenpfleger Dehil Süleyman. Er musste mit 14 Jahren aus dem Irak fliehen, weil er wie viele andere Jesiden dort Angehörige durch die muslimische Bevölkerungsmehrheit verloren hat. Für wirklich Verfolgte wie die Jesiden wurde unser Asylrecht einst geschaffen. Dehil Süleyman ist inzwischen 20 Jahre alt, hat in Deutschland eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer abgeschlossen und einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit. Er spricht fließend Deutsch und ist ein gut ausgebildeter Altenpfleger, den wir dringend brauchen. Was klingt wie ein Märchen, ist in Wahrheit ein Drama. Denn ich habe Dehil Süleyman vor dem Bundestag getroffen, wo tausende Jesiden gegen die Abschiebung in den Irak demonstrieren. Und das, obwohl der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkannt hat. Dehil Süleyman soll nach dem Willen der Bundesregierung und der bayerischen Staatsregierung schnellstmöglich in den Irak abgeschoben werden. Sie werfen nicht nur einen wirklich politisch Verfolgten seinen Verfolgern zum Fraß vor, sondern sie berauben auch Deutschland einer dringend benötigten Fachkraft. Das ist die reale Politik von Ampel und Union. Sie reden immer von Fachkräftezuwanderung und von Schutzsuchenden. In der Praxis darf dann der radikal-islamische Anhänger der Hamas bleiben, der schon in seinem Heimatland ein Verfolger war. Aber der gut ausgebildete, integrierte, arbeitswillige, wirklich Verfolgte wird von Ihnen gnadenlos abgeschoben und der Willkür seiner Verfolger im Heimatland ausgeliefert. Niemand versteht, warum ein in Deutschland ausgebildeter Altenpfleger mit unbefristetem Vollzeitvertrag abgeschoben wird und die Bundesregierung gleichzeitig mit diesem Gesetz die Standards absenkt, um ausländische Abschlüsse leichter anzuerkennen. Treten Sie Ihr Gesetz in die Tonne. Wir brauchen keine Absenkungen der Standards im deutschen Gesundheitswesen, sondern wir brauchen endlich eine vernünftige Migrationspolitik, die zwischen Verfolgern und Verfolgten unterscheidet, eine Migrationspolitik, die echte Fachkräfte nach Deutschland lockt und hier im Land hält. Übrigens, ich habe Dehil Süleyman heute hier auf die Tribüne im Deutschen Bundestag eingeladen, damit er den Menschen aus den Parteien in die Augen sehen kann, die sein junges Leben zerstören wollen. Er ist kein Einzelfall. Neben ihm sitzt Alia Hassan, eine ausgebildete Hebamme. Der vereinfachten Anerkennung von Hebammen widmen Sie einen ganzen Bereich in Ihrem Gesetz. Alia Hassan ist ebenfalls Jesidin, deren Cousinen im Irak 4 bzw. 8 Jahre von radikalen Muslimen als Sexsklavinnen verschleppt wurden. Sie spricht fließend Deutsch und arbeitet in Deutschland. Aber sie soll zeitnah in den Irak abgeschoben werden, wo ihr dasselbe Schicksal wie ihren Cousinen droht. Es liegt in Ihrer Hand.
Soll Alia Hassan in Deutschland kleinen Kindern auf die Welt helfen oder wird sie in den Irak abgeschoben, wo ihr droht, dass sie wie ihre Cousinen als versklavte Gebärmaschinen alten radikalen Männern zu Willen sein muss? Mein Angebot an Sie alle: Gehen Sie nach dieser Debatte auf die Tribüne, sprechen Sie mit Dehil Süleyman und Alia Hassan, die werden bis 5 Uhr dort oben sitzen und auf Sie warten. Erklären Sie ihnen, erklären Sie der deutschen Öffentlichkeit, warum Sie Zehntausende gut integrierte Jesiden abschieben, während Hunderttausende radikale Muslime in Deutschland bleiben dürfen. Mit der Abschiebung Zehntausender Jesiden leisten die Bundesregierung und die Landesregierungen Beihilfe zum nächsten Völkermord an den Jesiden. Das ist völliger Wahnsinn. Hören Sie auf, deutsche Standards abzusenken, und beginnen Sie endlich mit einer vernünftigen Migrationspolitik, die wirklich Verfolgte schützt. Vielen Dank. Ich bitte die Besucher auf den Tribünen sitzen zu bleiben und auch nicht zu winken. Das ist hier die Ordnung des Hauses, und darum bitte ich Sie, dass Sie sich daran halten. Na, das haben Sie Ihnen hoffentlich vorneweg gesagt, wie die Regeln hier in unserem Haus sind. Und für die FDP-Fraktion hat nun das Wort Christine Lüttke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, also ich bin ja dann doch irgendwie jedes Mal wieder überrascht, was hier im Plenarsaal manchmal so passiert, dass Schicksale von Menschen dazu instrumentalisiert werden, die eigene politische Meinung noch reißerischer darzustellen, als sie eh schon vorgetragen wird. Deswegen möchte ich jetzt tatsächlich über das Pflegestudium Stärkungsgesetz sprechen und über keine anderen Themen. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland, die steigt. Laut Statistischem Bundesamt werden im Jahr 2035 etwa 6,8 Millionen Menschen in Deutschland Unterstützung durch Pflegekräfte brauchen. Das bedeutet eine Steigerung um 37% im Vergleich zu den derzeit rund 5 Millionen Menschen. Gleichzeitig sank die Zahl der Auszubildenden in den Pflegeberufen im Vergleich zum Vorjahr um 7%. Beziehungsweise um über 4.000 junge Menschen. Immer weniger Pflegekräfte müssen sich um immer mehr Ältere kümmern. Das zeigt, wir steuern auf eine besorgniserregende Situation zu, und das zeigt, wie dringend wir Reformen brauchen. In meinem Alltag als Pflegeunternehmerin habe ich jeden Tag erlebt, wie stark pflegebedürftige Menschen auf die Hilfe von gut ausgebildeten und motivierten Pflegekräften angewiesen sind. Und genauso habe ich erlebt, wie schwierig die Suche nach genau diesen Pflegekräften ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Koalition nun endlich die Probleme im Pflegebereich anpackt und die Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Ausbildung von Pflegefachkräften verbessert. Dabei wird das Pflegestudium Stärkungsgesetz nicht nur für mehr Akademisierung, sondern auch für die Stärkung der evidenzbasierten Pflege sorgen. Im europäischen Vergleich, da hinkt Deutschland seit langem hinterher. Jetzt legen wir die Grundlage, um endlich aufzuholen. Wir erreichen Verbesserungen im dualen Studium durch die Einführung einer Vergütung von Studierenden und steigern grundsätzlich die Attraktivität des bereits im Jahr 2020 eingeführten Studiengangs. Das Gesetz stärkt darüber hinaus auch die berufliche Bildung und setzt bessere Rahmenbedingungen für die Auszubildenden in der Pflege. Durch die Einbindung von digitalen Kompetenzen als Ausbildungsziel und digitalen Unterrichtsformaten modernisieren wir die Ausbildung und passen sie der Zukunft an. Für uns als FDP-Fraktion ist zudem besonders wichtig, dass im Bereich der erweiterten Heilkundeübertragung für die hochschulische Pflegeausbildung ab 2025 erste Schritte gegangen werden und die Kompetenzen der Pflegekräfte gestärkt werden. Das Gesundheitsministerium hat bereits angekündigt, zeitnah ein weiteres Gesetz vorzulegen, welches die Heilkundeübertragung auch für nicht-akademische Pflegefachleute regelt. Diese Entbürokratisierung und Entlastung
führt auch dazu, dass am Ende mehr Zeit für die Pflegenden zu Pflegenden bleibt. Die Anerkennung und die Wertschätzung der Kompetenzen von Pflegekräften wird auch das Berufsbild nachhaltig stärken. Denn Pflegekräfte können entscheiden, ob Rollator oder Rollstuhl, ob Ergo oder Physiotherapie notwendig ist. Wir müssen nur endlich dafür sorgen, dass sie es auch dürfen. Auch darüber hinaus erzielen wir durch das Gesetz erhebliche Verbesserungen durch fachfremde Elemente. Für Selbstständige, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, erleichtern wir die einkommensgerechte Berechnung der Beitragssätze. Und die Anpassung des Leistungskataloges der Hybrid-DRGs wird um ein Jahr auf 2024 vorgezogen. Gerade diese Reform ist uns ein besonderes Anliegen. Denn wir setzen den längst überfälligen Anreiz, bislang unnötig stationär erbrachte Leistungen künftig auch ambulant durchzuführen. Gleichzeitig erleichtern und vereinheitlichen wir durch das Gesetz endlich die berufliche Anerkennung für ausländische Pflegekräfte. Aus der Praxis weiß ich, wie wichtig und überfällig dieser Schritt ist, um den Fachkräftemangel in der Pflege wirksam zu bekämpfen. Denn ausländische Fachkräfte sind unerlässlich für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen geworden. Unser Anliegen als FDP ist es, mehr Menschen für die Pflege zu begeistern, ob ausländische Fachkräfte, ob Studierende oder Auszubildende. Sie alle erfüllen hohe medizinische, organisatorische und psychologische Anforderungen. Sie verdienen Anerkennung und Wertschätzung, denn sie leisten einen Dienst an unserer Gesellschaft, den wir alle oder die meisten von uns im Laufe des Lebens als zu Pflegende in Anspruch nehmen werden. Christine Lüttke war das, die Sprecherin für Sucht- und Drogenpolitik hier auch in der Debatte auf. Sie folgt nun Atish Gupinath, der Sprecher für Krankenhaus- und Pflegepolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, vorweg, das Gesetz zur Stärkung des Pflegestudiums, das wir heute diskutieren, ist sicher eines der besseren Gesetze der Ampel. Sie wissen, ich habe 3 Minuten, deswegen fing ich so an. Doch verdeutlicht ist das Grundproblem der Koalition, dass sie es in keinem Bereich schafft, für eine Entspannung der sozialen Lage zu sorgen, sondern im Gegenteil für die Finanzierung eigentlich guter Ideen, bei denen etwas nimmt, die es jetzt schon richtig schwer haben. Sie wollen sich mit den Verbesserungen schmücken, wälzen aber einen großen Teil der Kosten dafür auf andere ab. Aber zum Einzelnen. Sie schaffen eine Grundlage für die weitere auch akademische Qualifizierung der Pflegekräfte. Das ist wirklich gut und da sind wir auf Ihrer Seite. Und Sie haben es nun sogar geschafft, zumindest in kleinen Schritten auch Kompetenzen, die bislang Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren, an die Pflege abzugeben. Es sind kleine Schritte, aber von Ihnen wäre ein wirklich großer Wurf jetzt auch die eigentliche Überraschung gewesen. Deswegen wollen wir damit nicht groß hadern. Aber es fehlt die wirkliche Perspektive. Was ist Ihre Vorstellung für die gemeinsame Arbeit der Menschen im Gesundheitsbereich? Es bleibt Stückwerk. Es fehlen die Ideen, die die Beschäftigten weiter zusammenbindet, die aus dem Neben und Untereinander von Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und anderen Gruppen ein Miteinander machen. Die Berufsgruppen wollen das, und es wäre so wichtig, damit wir die gemeinsamen Kompetenzen aller nutzen können, um das Gesundheitssystem anders aufzustellen. Aber gut. Der so wirklich weite Blick war jetzt noch nie Ihre Sache gewesen. Das größte Problem bleibt aber, dass Sie Pflegekräfte hier in hochschulischer Ausbildung und die zu Pflegenden gegeneinander ausspielen. Die Studierenden bekommen nun ein Gehalt. Das ist gut, das ist sehr notwendig, aber die Kosten der Ausbildung werden, und das ist entgegen Ihrem Koalitionsversprechen, zusätzlich bei den zu Pflegenden abgeladen. Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld die Menschen in den Pflegeheimen mitbringen müssen, trotz jahrzehntelangem Einzahlen in die Pflegeversicherung? Da kratzen wir je nach Bundesland an 3.000 Euro im Monat. Im Monat. Das ist unbezahlbar und das ist unsozial. Und das müssten Sie eigentlich ändern, aber Sie trauen sich nicht ran. Sie dürfen ruhig. Auch die Union darf da mal klatschen. Aber ich glaube noch nicht einmal, dass Sie das alle wollen. Aber weil sie sich nicht an eine andere Finanzierung rantrauen, ein anderes System, in dem auch Reichere angemessen einzahlen, ist das die notwendige Konsequenz. Und das ist klassisch bei der Ampel und bei allen Parteien rechts davon. Und daher werden wir Ihrem Gesetz leider nicht zustimmen können. Geben Sie sich einen Ruck
arbeiten zusammen dafür, dass die Reichen in die Versicherung einzahlen. Dann könnten wir alle entlasten. Vielen herzlichen Dank. Soweit Atish Küpinar. Am Anfang hat er ja noch gesagt, eines der besseren Gesetze der Ampelregierung, hatte natürlich trotzdem doch auch Kritik an diesem Vorhaben. Heike Behrendt spricht nun, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Pflege kann es, Pflege will es. Pflege muss es auch endlich dürfen. Darum freut es mich sehr, dass wir nun die eigenverantwortliche und selbstständige Heilkundeübertragung in die hochschulische Pflegeausbildung integrieren. Gerade bei Indikationen wie Diabetes, chronischen Wunden und Demenz ist seit langem erwiesen, dass qualifizierte Pflegefachpersonen in der Lage sind, eine medizinisch-pflegerische Versorgung auf hohem Qualitätsniveau leisten zu können. Und mit diesem ersten Schritt zur Heilkundeübertragung sorgen wir für doppelten Fortschritt. Pflegekräfte erhalten ein größeres Handlungsspektrum, mehr Verantwortung, mehr Wertschätzung und Ärztinnen und Ärzte werden entlastet. Und als SPD freuen wir uns sehr, dass unser Minister Professor Karl Lauterbach bereits beim Pflegetag und auch in diesen Verhandlungen zum Gesetz zugesagt hat, weitere wichtige Schritte zur Kompetenzerweiterung gesetzlich zu verankern. Denn selbstverständlich muss es auch erfahrenen Pflegefachpersonen zugetraut werden, eigenverantwortlich heilkundliche Aufgaben zu übernehmen. Um mehr Fachkräfte zu gewinnen und den Einrichtungen und Diensten die Arbeit zu erleichtern, bringen wir heute weitere wichtige Regelungen auf den Weg. Wir entschlacken die Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse aus Drittstaaten, indem wir Umfang und Form der vorzulegenden Unterlagen zukünftig bundeseinheitlich regeln. Für ambulante Pflegedienste gleichen wir die Finanzierungsregelungen zwischen Pflegeversicherung und Krankenversicherung an. Das sorgt für Verwaltungsvereinfachung und weniger Streit zwischen den Verhandlungspartnern. So entbürokratisieren und beschleunigen wir Verfahren. Außerdem setzen wir noch ein wichtiges familienpolitisches Anliegen um, wie es meine geschätzte Kollegin Bettina Müller vorhin schon ausgeführt hat, mit der Ausweitung der Kinderkrankentage und indem wir jetzt gesetzlich absichern, dass Eltern bis zum 9. Lebensjahr ihres Kindes bei einem Krankenhausaufenthalt mit ihren Kindern aufgenommen werden können. Das sind wichtige und gute Regelungen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber eben auch die Behandlungs- und Heilungsprozesse der Kinder bestmöglich zu unterstützen. Mit diesem Gesetz zur Stärkung des Pflegestudiums stärken wir die gesamte Profession Pflege in ihrem breiten Aufgaben- und Verantwortungsspektrum. Denn attraktive Ausbildungsbedingungen und Wertschätzung im Beruf sind die Schlüssel, um mehr Menschen für diese wertvollen Berufe in der Pflege zu gewinnen. Und gute Pflege gelingt dort am besten, wo alle sich mit ihren eigenen Fähigkeiten gut einbringen können. Das gilt für Hilfskräfte in der Pflege, das gilt für die Hauswirtschaft, für examinierte Fachkräfte und eben auch für die Hochschulabsolventinnen. Wir brauchen ein durchlässiges System, das Karrieren ermöglicht und Perspektiven eröffnet. Das Pflegestudiumstärkungsgesetz mit all den noch im parlamentarischen Verfahren errungenen Beschlüssen ist ein echter Fortschritt. Heute zeigt sich wieder, die Ampel wirkt. Vielen Dank. Heike Behrendt war das und die nächste Rednerin ist Diana Stacker. Sie sitzt für die Unionsfraktion unter anderem im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 39 Änderungsanträge auf 95 Seiten, sehr kurzfristig am Abend vor der Ausschusssitzung verteilt,
davon 21 fachfremde Änderungsanträge. Ganz ehrlich, so sinnvoll viele der Änderungen sind, sie sind grundlegend und hätten eine gründliche parlamentarische Auseinandersetzung benötigt. Und so muss ich etwas Wasser in den Ihren Wein gießen. Erstens, es ist eine vernünftige Änderung, dass hochschulisch ausgebildete Pflegekräfte selbstständig und eigenverantwortlich heilkundliche Tätigkeiten ausüben. Aber das allein kann es ja noch nicht sein, wenn dies nicht gleichzeitig auch für fachschulisch ausgebildete Pflegekräfte geregelt wird, um auch hier die Kompetenzen zu nutzen und attraktive Karrierewege zu ermöglichen. Und die Änderung regelt bisher auch nur die Weiterbildungsoption durch die Bildungsträger. Es bleibt der rechtliche Regelungsbedarf durch dass Ärztinnen und Ärzte diese erweiterten heilkundlichen Tätigkeiten auch abgeben können. Und wir fragen uns, warum diese Änderung nicht, wie von Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf dem Deutschen Pflegetag angekündigt, in einem eigenen Gesetz zur Heilkundeübertragung geregelt werden und dann auch bitte umfassend. Zweitens, gut ist, dass Einrichtungen nun erstmalig eine regelhafte Ausbildungsvergütung an die Studierenden auszahlen sowie die Kosten für die Praxisanleitung refinanzieren können. Aber ein großes Problem bleibt für uns als CDU-CSU-Fraktion jedoch, dass die jährlichen Kosten für die hochschulische Ausbildung von den Pflegeeinrichtungen weiterhin selbst zu tragen sind. Und diese werden dann an die Pflegebedürftigen weitergeleitet. Und hier braucht es eine Ausbildungsumlage, die aus der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen herausgerechnet wird. Stimmen Sie daher unserem Entschließungsantrag zu. Drittens. Es ist zu begrüßen, dass im Rahmen der hochschulischen Pflegeausbildung Studierende nicht auf den Personalschlüssel beim Träger der praktischen Ausbildung angerechnet werden. Aber wie ist zu rechtfertigen, dass nach wie vor ein Wertschöpfungsanteil bei der fachschulischen Ausbildung im zweiten und dritten Ausbildungsjahr auf den Personalschlüssel angerechnet wird? Und es stehen viele weitere Aufgaben an, etwa die Stärkung der pflegenden Angehörigen, die zwei Drittel der Pflege übernehmen. Hier passiert nichts, geschweige denn, dass ein Konzept für eine nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung vorgelegt wird. Stattdessen kürzen Sie beim Pflegevorsorgefonds, der die Belastungen durch die Babyboomer abfedern sollte. Machen Sie die Pflege endlich zukunftsfest. Es ist die höchste Zeit dazu. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Claudia Moll. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute an einem Wendepunkt in der Geschichte der Pflege. In der Zukunft wird es unerlässlich sein, die Zusammenarbeit in den Gesundheitsberufen stärker einzusetzen, um keine Kompetenzen zu verlieren. Das fachliche Potenzial der Pflege muss besser genutzt werden. Es ist unsere Pflicht, die Zukunft der Pflege heute zu gestalten und neu zu denken. Mit neuen Strukturen werden wir das Gesundheitswesen effektiver machen. Besonders wichtig dabei ist mir die Förderung der Teamarbeit, die zukünftig auch Pflegefachkräften mehr Befugnisse einräumen soll. Zurzeit sehen wir jedoch, dass Pflegefachkräfte oft mehr Verantwortung übernehmen, als es ihre derzeitigen Befugnisse erlauben. Dies führt zu einer rechtlichen Grauzone. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur zu gut sagen. Deshalb ist das Pflegestudiumsstärkungsgesetz ein Meilenstein für die Pflege und auch eine Revolution. Es gibt den akademisierten Pflegekräften endlich Kompetenzen für die selbstständige Ausübung von Heilkunde. Ja, vorerst in den Bereichen Demenz, Diabetes und Wundversorgung. Das heißt, sie dürfen dann endlich das tun, wofür sie qualifiziert sind. Ich bin sicher, dass auch viele Ärztinnen und Ärzte die Notwendigkeit für mehr kooperatives Arbeiten sehen. Sie müssen aber auch bereit sein, Verantwortung abzugeben. Das ist ein tolles Signal und es muss zeitnah in einem nächsten Schritt auch für alle Pflegefachkräfte kommen.
noch in dieser Legislatur. Wenn wir unnötige Hürden abbauen, können wir die Versorgungsqualität in der Fläche enorm verbessern. Für dieses nötige Bewusstsein und die dazugehörige Rechtssicherheit werde ich mich bei den Ärzten, bei den Arbeitgebern und in diesem Parlament einsetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Gesetz gelingt es uns, die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, und zwar mit einer Kombination aus angemessener Bezahlung, einer Erweiterung der Kompetenzen und besseren Arbeitsbedingungen. Hier denke ich vor allem an die Dienstplangestaltung, Bedarfsanalysen und kluge Ausfallkonzepte. Auch in diesen Bereichen haben wir mit dem vorliegenden Gesetz deutliche Verbesserungen auf den Weg gebracht. Durch eine Konkretisierung des Maßnahmenkatalogs im Förderprogramm Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. Es freut mich sehr, dass damit das Projekt Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege endlich auch umfassend umgesetzt werden kann. Denn jetzt müssen die Kassen die bereitgestellten Mittel in Einrichtungen zur Verfügung stellen. Noch ein, zwei Sätze, damit ich fertig bin. Nein, wir haben heute einen straffen Zeitplan. Allen interessierten jungen Menschen sagen, das, was in jedem dualen Studium bereits gang und gäbe ist, haben wir jetzt für euch erreicht. Frau Moll, eine angemessene Vergütung während des gesamten Studiums. Dankeschön. Claudia Moll war das, hat hier versucht, mit Lautstärke ein bisschen Zeit zu sparen, aber immerhin konnte sie so ihre Rede zu Ende halten. Und darum bitte ich Sie recht herzlich, auf die Redezeiten zu achten. Und die letzte Rednerin in der Debatte. Bis 2.30 Uhr geht heute hier diese Plenardebatte. Das hat eben die Bundestagsvizepräsidentin noch einmal erwähnt. Emmy Zöllner spricht nun für die Unionsfraktion. Ich möchte meine 3 Minuten darauf verwenden, dass ich eine Allensbach-Studie zitiere. Und zwar in dieser Allensbach-Studie wird von der Bevölkerung als vornehmliches und zu lösendes Problem angesehen, also die Verantwortung, die diese Bundesregierung hat, dass eben Pflege sichergestellt wird. Und ich muss einfach ganz klar sagen, es ist kein gutes Zeichen, wenn wir, diese Allensbach-Studie belegt ist, das Systemvertrauen einfach verlieren, indem Sie absolut unzureichende Gesetzentwürfe vorlegen. Und ich möchte es auch deshalb ganz klar noch mal ansprechen, denn die Aufgabe ist so groß aufgrund des demografischen Wandels, und Sie werden es schon in dem ersten Wurf, Sie werden es schon im ersten Wurf nicht gerecht. Sie führen eine richtige Ausbildungsvergütung für die pflegenden Studierenden ein. Aber Sie kommen nicht zu dem Schluss, dass natürlich nicht die Pflegebedürftigen in den Pflegeheimen diese Last tragen dürfen, sondern Sie drücken diese Last den Pflegebedürftigen, die jetzt schon im Maximum sind, entsprechend rein. Und das können wir nicht akzeptieren. Und deswegen legen wir das auch entsprechend ab. Die Eigenanteile in den Pflegeheimen, die sind ein großes Thema. Die Allensbach-Studie fordert Sie auf, diese Themen zu lösen. Sie tun es leider nicht. Die Gesellschaft ist in diesem Bereich auch schon viel weiter, beispielsweise in Bezug auf die Pflege-WGs. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo Menschen sich zusammentun und sagen, fürs Alter kann ich mir vorstellen, beispielsweise in eine Pflege-WG zu gehen. Und für diese Gruppe leisten sie im Moment 0,0. Es passiert gar nichts. Im Gegenteil, wir sind kurz davor, dass beispielsweise Pflege-WGs an den Rand der Insolvenz getrieben werden, weil gerade für diesen Bereich überhaupt nichts in ihren Gesetzen steht. Das zweite Thema, die Heilkundeübertragung. Ich darf der Kollegin Cordula Schulz-Asche ein Kompliment aussprechen, dass sie sich durchgesetzt hat. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber die Heilkundeübertragung, die konnte vorher im Studium angeboten werden, jetzt muss sie angeboten. Das ist der wesentliche Unterschied. Der entscheidende Punkt, die Auseinandersetzung mit den Ärzten, die Auseinandersetzung mit dem Leistungsrecht, die führen Sie nicht, die steht nicht in diesem Gesetz. Aber das ist der entscheidende Punkt, den wir tun müssen, und die Auseinandersetzung muss gesucht werden. Und da ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern, sondern es ist lediglich aus einem Kann ein Muss. Wir werden versuchen, Sie dazu unterstützen, dass wir eben weitere Übertragung der Heilkunde auch möglich machen. Aber dieser Kampf ist noch zu fechten, und darauf gibt Ihr Gesetz überhaupt keine Antwort.
Die berufserfahrenen Kollegen, die jetzt schon gut ausgebildet sind, für die haben Sie auch so gut wie nichts drinstehen, sondern es muss dringend darauf hingewirkt werden, dass auch die berufserfahrenen, die Kollegen bekommen, ihre Kompetenzen auszuleben. Es geht darum, in der Pflege Karrierepfade aufzuzeigen, und da sind wir natürlich einen Schritt weitergekommen. Aber aufgrund der großen Aufgabe sind wir da wirklich noch hinter allen Erwartungen zurück, die wir als Union und die Gesellschaft auch an Sie stellt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung, zu Erleichterungen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Pflege und zur Änderung weiterer Vorschriften. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 19-01 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19-05 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? AfD, CDU, CSU. Wer enthält sich? Das ist die Linke. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Wir kommen zur dritten Beratung und zur Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Und das ist hier ähnlich wie in der zweiten Abstimmung. Die Ampelkoalitionen sind hier dafür. Und damit können wir ausgehen, dass dieser Gesetzentwurf hier so dann angenommen wird, beziehungsweise die Beschlussempfehlung dazu.